Hallo und recht herzlich willkommen endlich zu einer neuen Folge Pro Evolution Soccer 2018 mit Mods. Dadurch haben wir die Bundesliga mit drin und so weiter und so weiter und so fort. Trainerkarriere, ich bin Jan und heute das Super Derby Schalke gegen Dortmund und gegen die TSG aus Hoffenheim. Gegen die haben wir auch heute noch ein Spiel und da sollten wir auch beide Spiele am besten mal gewinnen, damit wir erstens mal für die Champions League in der nächsten Folge gut gewidmet sind. Aber natürlich müssen wir Bayern München einholen. Wir sind auf Platz 2 mit Dortmund. Bayern München hat 4 Punkte Vorsprung. Wir schauen nochmal genau auf die Tabelle, weil ich glaube tatsächlich, der Spielplan ist natürlich auch super interessant. Leipzig kommt auch bald. Und noch mehr Champions League, das ist klar. Ist ja noch Gruppenphase, das ist doch total spannend. Aber in der Bundesliga hier schauen wir auf die Tabelle. Naja, immerhin, wir haben eine bessere Tordifferenz als die von Bayern München. Aber, ja, Schalke. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber die sind auf Platz 18. Trotzdem ist es natürlich das Revier-Derby. Es wird nicht unspannender dadurch. Eher, ja, noch kurioser, noch spannender. Weil die werden mit Sicherheit nicht verlieren wollen. Und schlechte Spieler haben die nicht. Außerdem Hoffenheim ist jetzt auf Platz 6 aufgestiegen. Auch die sind vielleicht sogar, je nachdem wie wir gleich spielen, in Angriffsnähe und könnten uns sogar überholen. Da gibt es natürlich auch noch die eine oder andere Mannschaft, wie zum Beispiel Hamburg. Also bis auf Platz 5 kann theoretisch auch noch alles an uns vorbeiziehen. Nur Bayern München, die sind sicher. Also wir können keinen Platz gewinnen. Zumindest nicht in diesem Spiel, aber vielleicht noch im zweiten Spiel in dieser Folge. Und deswegen beginnen wir direkt mal. Oh. Alles klar, mal was Neues, was wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Aber auch nur Millisekunden lang. So, das heißt, wir schauen natürlich, oh ja, auf unsere Ausdauer. Ganz, ganz wichtig. Aber natürlich auch, wie ist die Form? Die Form vom Aubameyang, die ist richtig, richtig gut. Und die von Weidenfeller ist auch gut. Deswegen wechseln wir den mal rein, weil Böcki, auch als Torwart, kann er mal irgendwie eine Pause gebrauchen, scheinbar. Also der zweite Einsatz von Weidenfeller gibt es jetzt schon. Nicht schlecht. Rode, auf jeden Fall, der muss rein. Ah, und viele mit irgendwie schlechter Form vielleicht ja mal. Jawohl, endlich Jarmolenko. Ach du, aber der hat auch keine gute Ausdauer. Besser als Pulisic ist es aber trotzdem noch. Schön ist, dass das aber gerade alles, nicht so sehr irgendwie. Okay, wir müssen leider mit dieser Elf jetzt reingehen. Ich hoffe einfach, dass Schalke auch irgendwie so niedergeschlagen ist. Dass die weniger Ausdauer und auch die nicht so tolle Ersatzbank heute das trotzdem reißen wird. Also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass es heute was werden wird gegen Schalke und natürlich auch im nächsten Spiel gegen Hoffenheim, wo wir beide mal 3 Punkte und vielleicht sind wir dann schon wieder ein bisschen näher an Bayern München dran. Mit ein bisschen Glück sogar vor Bayern München am Ende der Folge. Und dafür müssen wir jetzt erstmal zeigen, was ich kann und durch diese fast 9 Tage Pause. Insgesamt haben wir natürlich auch die ganze Zeit kein Pro Evo weitergespielt. Und davor auch schon weniger durch die eine Woche Torwartkarriere täglich. Also ich bin, das ist ein kompletter Kaltstart wieder. Nach langer Zeit. Aber gute Chance! Schade! Aber der Liebling von vielen meiner Zuschauer spielt ja immerhin Jarmolenko. Auch, irgendwie immer entweder Ausdauer oder Form war eigentlich meistens bei ihm nicht so gut. Deswegen hat er wenig bis jetzt gespielt. Aber jetzt hier im Derby. Da soll er zeigen, was er kann. Oh, jetzt ist Schalke auch mal vorne. Können die vielleicht auch mal was machen? Naja, okay, nee, da ist Weidenfeller da. Der ist auch, glaube ich, insgesamt noch zu null. Hat noch kein Gegentor. Aber hat ja auch erst ein ganzes Spiel, glaube ich, einmal durchgespielt. Mehr hat er, glaube ich, auch noch nicht gemacht in dieser Saison. Ich glaube tatsächlich sogar im DFB-Pokal war das einmal. Aber jetzt war die Chance, aber immer noch nicht. Ah, schade. Naja, immerhin gute Chancen, also es klappt. Ich erinnere mich auch natürlich wieder, wie ich meine ganzen Tore überhaupt herausgespielt habe. Und zwar viel per Flanke. Und das funktioniert bis jetzt, geht so. Marco Reus. Schöne Flanke, aber auch hier wieder der Kopfball zu unpräzise von Maximilian Philipp war es, glaube ich.
vielleicht jetzt per Ecke. Ja, der Ball ist im Netz. Jawohl, auswärts. Wir führen auf Schalke. Rode mit dem Treffer. Der Ersatzmann im zentralen defensiven Mittelfeld macht es. Und damit, ja, tatsächlich nach vielen Versuchen führt der zweite Platz, verdient auch, gegen den Tabellenletzten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum jetzt Schalke tatsächlich auf Platz 18 ist. Ich erkenne es in dem Spiel noch nicht, obwohl sie, ja, offensiv noch nicht so stark waren. Aber in der Defensive sieht das nicht nach Verzweiflung aus. Aber meine Versuche sind auch noch nicht gut. Aber jetzt ist Schalke da. Vorteil lässt der Schiedsrichter erstmal laufen. Und da gibt es eine Chance. Oh, Glanzparade Weidenfeller. Ansonsten würde es jetzt hier 1:1 stehen. Und nächster Versuch, aber wieder Weidenfeller ist da. Also Schalke jetzt gerade die stärkere Mannschaft. Aber ich hoffe, wir kommen jetzt erstmal mit diesem 1:0 in die Halbzeit. Vielleicht geht er jetzt auch nochmal was. Nein. So, abgepfiffen, jawohl. Also, durch dieses Tor bei der Ecke führen wir 1:0. Also, Champions League Niveau ist das ja auf jeden Fall noch nicht. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen anziehen in dieser Folge, um in der nächsten Folge dann tatsächlich auch fit dafür zu sein. Außerdem, unsere Spieler sind jetzt schon nicht mehr ganz auf ihrem Ausdauerlevel. Viele von der Startelf, aber halt auch sogar die Auswechselbank, das ist ja so, das ist ja irgendwie, das ist extrem krasse. Das bedeutet, das wird, weil nach diesem Spiel haben wir 3 Tage Pause und danach, oh, Pfosten, Maximilian Philipp. Und danach haben wir, glaube ich, sogar nur 2 Tage wieder Pause. Das heißt, gar keine Regeneration, also das heißt, komplettes Durchwechseln, dann weiß ich gar nicht, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, soll man, muss man irgendwann vielleicht doch mal die Form außer Acht lassen und sagen, okay, wenn der irgendwie genug Ausdauer hat, dann soll er halt trotzdem spielen, auch wenn er eine schlechte Form hat. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen so handeln, weil kann ja sonst irgendwie nicht sein. Das haben wir irgendwie auf ein paar Positionen keine Spieler mehr. Und dann müssen irgendwie ein paar 60er spielen lassen. Das ist natürlich auch nicht das Wahre. Vor allen Dingen nicht in der Champions League. Also dann müssen wir gleich schon im Spiel gegen Hoffenheim wieder aufpassen, dass wir die richtigen Spieler spielen lassen. Und natürlich aber auch Glück haben, dass in der nächsten Folge für das Spiel, die wir gesaved haben, dass die auch eine gute Form haben. Das kann ja auch ganz, ganz doof kommen. Was auch bis jetzt eher doof kommt, zumindest von uns, sind die Flanken. Auch die jetzt gerade von Jarmolenko war nicht präzise. Aber die von Schalke sind es. Caligiuri, 59. Minute, es steht 1:1. Das ist jetzt ganz, ganz bitter. Tja, wir haben es nicht geschafft, ein weiteres Tor zu erzielen. Und dann macht es Schalke, die auch am Ende der ersten Halbzeit schon gezeigt haben, was für Qualitäten sie haben, tatsächlich. Und wir haben das irgendwie, ja, noch nicht so wirklich unter Beweis gestellt. Also, Schalke mit vielen Mann am Verteidigen und wir kommen einfach nicht durch. Wir haben aber auch nicht genug Personal vorne, merke ich es gerade. Kann ja gar nicht wahr sein. Also, da, also Rode als ZDM da, in der Sturmspitze und alle anderen hinter ihm kann irgendwie nicht wahr sein. Aber jetzt, gute Ballübernahme, Aubameyang. Also, hä? Was war das? War keine Flanke auf jeden Fall. Oh, aber jetzt jawohl, bitte. Kein 2:1. Ah, Schalke ist mutig. Wechselt den nächsten Stürmer ein. Burgstaller jetzt. Also, die wollen es wissen. Natürlich. Sie brauchen die Punkte. Oh, Alter, Junge. Das habe ich auch schon in der Spielanalyse zuvor gesagt. Wir machen hier einen richtigen Kampf draus. Ist klar, Revierderby muss sein. Aber tabellarisch muss es halt auch sein. Für uns aber auch. Wir wollen
an München dranbleiben. Das bedeutet, ein Punkt reicht nicht. Wir gehen natürlich auch weiter in die Offensive, aber wechseln müssen wir jetzt unbedingt auch mal. Und zwar Kimmich gegen Götze. Wenn ich Schöle einwechsle, dann schießt er eigentlich in der Regel immer ein Tor. Das heißt, der auf jeden Fall, der kommt mal rein. Und dafür wird Weidenfeller Kapitän. Es ist auch erst 70. Minute, das heißt, wir belassen es erstmal bei zwei Wechseln. Später vielleicht Pulisic für Philipp oder so weiter, müssen wir mal schauen. Wobei Pulisic ja eigentlich auch ein Startelf-Spieler ist, das heißt, vielleicht müssen wir den auch eher dieses Spiel hier schonen. Aber gewinnen will ich auch, also da muss man sich dann irgendwann am Ende entscheiden. Ach du Scheiße. Oh nein, Weidenfeller! Das darf nicht wahr sein. Der Typ, also der hat gut gehalten. Aber was da für ein Dusel, Pfosten, irgendwas und dann, oh Mann. Aber auch allein schon, dass dieser Schalker da plötzlich ganz frei vor dem Ball bekommt. So ganz random hingesprungen und da steht da ganz alleine. Was für ein Glück. Und was habe ich dafür einfach geschehen? Tja, das ist, als Dortmund-Trainer zweimal die Schalke-Torhymne zu hören und tatsächlich auch zurückzuliegen, nachdem man geführt hat. Ganz, ganz bitter. Also, ich stelle jetzt auf ganz offensiv. Diese erste Offensivstellung hat noch gar nichts gebracht. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht hat Schalke sogar noch defensiver gestellt, aber ja, jetzt, da ist dieser Konter, den ich haben will! Und ganz viel Glück, es steht direkt 78. Minute. Zwei Minuten! Hat Schalke nur geführt. Das haben wir länger geschafft. Es steht jetzt 2:2. Aubameyang. Also, ganz, ganz spannendes Spiel. Mit ganz viel Glück bei den Toren, aber bei beiden Mannschaften auch. Also, ich finde, es ist ein verdientes 2:2. Bis jetzt. Ich bleibe bei dieser Einstellung und vielleicht wechseln wir sogar erstmal mal. Ja, Pulisic ist sogar ungeeignet für den Wechsel eigentlich angeblich. Tja, tatsächlich überlege ich gerade gar nicht zu wechseln, aber Philipp Pulisic... Ah, YOLO, ich mach das. Es ist nicht positionsgetreu, aber... Philipp ist so gut eigentlich und im nächsten Spiel muss er auf jeden Fall auch wieder spielen, aber mit so wenig Ausdauer bringt er mir auch wenig. Und Jabulenko wollte ich auch nicht auswechseln, der hat zwar auch nicht viel Ausdauer, aber der hat eine Top-Form. Und da hoffe ich einfach, dass es das irgendwie bringt. So, wir sind natürlich auch jetzt anfällig, das ist... Klar, das ist logisch. Mit dieser Strategie, mit dieser offensiven Ausrichtung. Aber tatsächlich glaube ich, dass Schalke genauso offensiv ausgerichtet ist. Jamolenko, Flanke. Oh, über alle rüber. Also das klappt doch nicht so. Und wir fangen, das war in den letzten Spielen besser. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, ich verstehe nicht, warum Schalke, oh Mann, auf Platz 18 ist. Die spielen nicht wirklich so, spielen eher sehr ebenwürdig mit uns und wir sind auf Platz 2. Aber nein, war das die Latte oder war das der Torwart? Das müssen wir nochmal in der Wiederholung sehen. Ich glaube, es war der Torwart. Flanke kommt, Aubameyang köpft und ich glaube, es war die Latte. Das ist doof, es war die Latte. Tja, mit ganz viel Pech am Sieg vorbei, würde ich sagen. Wobei, ne, jetzt müsste abgepfiffen werden. Jawohl! Also Endstand 2:2, ein gerechtes 2:2. Wobei mit ein bisschen mehr Glück hätte es auch höher ausfallen können. Ich glaube, wir hatten auch mehr Chancen. Trotzdem geht das 2:2 eigentlich in Ordnung, weil Schalke war schon gut und hätte auch noch mehr Tore erzielen können. Bayern München hat gegen Hannover gewonnen. Das ist doof. Das Einzige, dass Hannover natürlich dadurch nicht weiter an uns rankommt, ist natürlich auch toll. Aber der Punkteabstand nach oben ist jetzt gewachsen. Hamburg steigt einen Platz nach oben, ist jetzt punktgleich mit mir. Aber zum Glück haben wir eine bessere Tordifferenz. Was? Toprak ist auf 80 gesunken? Muss man nachschauen, wie alt ist denn der, dass er schon was... Oh, 2 und dann wieder nur 2. Heilige Scheiße, sogar noch weniger als ich dachte. Also, wir sind leider wieder außer. Es bedeutet, die Dortmunder Torhymne können wir überhaupt nicht hören. Aber, wir müssen jetzt hier natürlich außermäßig checken. Aber auch, warum Toprak sich verschlechtert. Er ist 28. Mann. Aber genauso wie Jamolenko. Jamolenko hatte sich ja auch, glaube ich, schon einmal verschlechtert. Das ist unglaublich, wie schnell das geht.
Subotic gegen Sokrates ist natürlich. Na egal, wen wir da eigentlich nehmen. Wobei, wir nehmen da jetzt auch Toprak. Aber wenn man Sokrates rausnimmt, ist es immer irgendwie eine große Verschlechterung vom Team. Weil das ist schon wirklich einer der besten Innenverteidiger, den man so haben kann. Jamolenko wieder. Ich weiß nicht, was ist mit dem Jungen los? Der hat immer eine schlechte Form und immer schlechte Aussage. Außer im letzten Spiel einmal nicht. Ich würde ihn so gerne noch viel häufiger spielen lassen, aber ich habe keine Ahnung, was bei dem los ist, wirklich. Ohne Witz. So, einige Wechsel habe ich gemacht. Reus lasse ich erstmal. Wechsle ich wahrscheinlich auch wieder relativ früh dann im Spiel. Aber Kapitän bleibt drin. So, also hier jetzt ganz, ganz dringend, bevor wir sogar noch den zweiten Tabellenplatz verlieren, obwohl wir auf Platz 1 scharf sind, müssen wir hier gegen TSG Hoffenheim gewinnen. Weil. Oh. Ich wollte gerade sagen, die sind nämlich auch dicht hinter uns und können uns überholen. Und dann fällt das Tor. Dritte Minute, erste Chance, Pfostentor. Das ist ja jetzt echt viel Pech. Das ist echt viel Pech. Aber einen harten Kampf finde ich immer gut. Man muss ja nicht alles geschenkt bekommen. Man muss sich die Siege oder jeden einzelnen Punkt hart erarbeiten, auch wenn man Dortmund ist. Wobei natürlich auch diese beiden Spiele, Hoffenheim und Schalke, natürlich keine leichten Spiele sind. Weiß ich, vielleicht gab es ja sogar ein gutes Update, was wirklich was getan hat daran, dass man nach dem 1 zu 0 nicht mehr so leicht die Gegnermannschaften abschießen konnte. Hat auf jeden Fall gerade im letzten Spiel nicht funktioniert. Isak neu im Spiel drin. Oh, mit ganz viel Glück überhaupt gefährlich geworden, dieser Schuss. So, also, wir brauchen erstmal wieder vernünftige Flanken. Nein, das klappt nicht. Pulisic jetzt. Das ist eigentlich der Mann, der soll die Flanken reinbringen können und er macht es auch! Jawohl, auf Aubameyang, Vorlage Pulisic, 20. Minute, 1 zu 1. Das ist eigentlich die Taktik. Also, das ist der Mann, der es machen soll und dann funktioniert es auch, wenn er es macht. Tja, genau mit dieser Taktik müssen wir jetzt am besten mindestens noch ein weiteres Tor erzielen. Vielleicht auch mal über Reus? Nein. Auch wenn die ja, sehr gefährlich aussah, die Flanke, ist es nichts draus geworden. Jetzt aber vielleicht, jawohl! Ah, da ist er wieder, Aubameyang. Innerhalb von 5 Minuten 2 Tore erzielt. Weigel diesmal mit der Vorlage und diesmal von der linken Seite. Jetzt müssen wir nur noch reproduzierbar, wie auch immer das gehen soll, gut verteidigen. Das machen wir noch nicht. Ja, das machen wir auf gar keinen Fall. Ach du Scheiße. Also sicher ist das Ganze nicht. Eine Ein-Tor-Kein-Tor-Führung, die ganz schön wackelt. Also wir führen knapp zur Halbzeit. Jetzt müssen wir schauen, irgendwie müssen wir das über die Bühne bringen. Aber so ganz sicher wirkt das Ganze auch noch nicht. Naja, klar, 2 zu 1. Das Ergebnis ist ja noch nicht mehr, oder wirkt noch nicht mehr sicher. Wie soll alles andere dann sicher wirken? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, vielleicht ist es ja sogar wirklich einfach die Ausdauer oder die Form, oh, die ganz viel dazu beiträgt. Ich glaube tatsächlich auch wirklich, dass das sehr viel Auswirkungen hat darauf, dass wir nicht ganz konstant sind und das alles nicht so ganz fertig wirkt. Abgesehen davon, dass ich natürlich selber nicht mehr viel gespielt habe. Oh, das ist ja wunderschön. Das ist ein Kunststück. Und durch dieses Kunststück führen wir mit 1 zu 3. Dreimal Aubameyang. Der hat jetzt. Ich weiß nicht, wie viel der Spieltag ist überhaupt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist noch Hinrunde. Und der hat jetzt schon sein. Über 10 Tore hat er auf jeden Fall schon geschossen in der Bundesliga. Es ist unglaublich. Also, ich glaube, es ist noch Hinrunde. Hat man, glaube ich, schon irgendwie sogar am Anfang dieser Folge irgendwann mal gesehen. Müsste im Hauptbildschirm, oh, gestanden sein. Also, die haben sich nicht abgemeldet nach dem 3-1, sondern sind weiter da! Aber jetzt. Aubameyang bekommt nicht den vierten Scorerpunkt, den er eigentlich hier auf jeden Fall verdient hat bei diesem Tor. Durch diese exzellente Flanke. Aber naja, Isak per Kopf zum Torwart und dann im Nachschlag ins Tor. Das Wichtige ist 4 zu 1. Klar, Hoffenheim stellt offensiv. Dann können die Tore fallen. Und auch ganz klar, wir müssen Reus auswechseln. Ah, das ist jetzt nicht gut. Da wollte ich selber mal, oh, ein bisschen Ausdauer sparen, einen Spielzug abbrechen. Ja, das ist eine Traumkombination.
Und das ist viel Glück. Das ist unglaublich. Wie viele Tore habe ich jetzt in dieser Folge geschossen, die nach Ballberührung vom gegnerischen Torhüter trotzdem noch reingegangen sind? In diesem Spiel schon alleine 3. Ich weiß nicht, ob im letzten Spiel auch was dabei war, aber glücklichere Tore fallen in keinem anderen Spiel irgendwie, außer, also, aber trotzdem gab es auch danach noch weiter gute Chancen für TSG Hoffenheim. Das ist klar. Die haben nicht aufgehört, gute Chancen herauszuspielen. Aber die Chance auf den Sieg, die wurde natürlich immer kleiner. Tja, und jetzt ist sie bei 0. Wir haben 1:5 gewonnen. Aubameyang nimmt sich natürlich den Ball mit. Es werden sogar nur 3 Tore hier angezeigt, wo wir 5 geschossen haben. Aber auch okay. Also wenn wir Aubameyang nicht hätten, dann würde es ganz bitter aussehen. Der schießt wirklich fast alle Tore. Deswegen auch verdient wieder Spieler des Tages und auch endlich wieder 3 Punkte, was ganz, ganz wichtig ist. Und vielleicht haben wir selber Glück. Nein, Bayern München hat auch gewonnen. Aber wie sieht die Tabelle jetzt aus? Also Hamburg auch gewonnen. Ey, das ist unglaublich, was Hamburg hier in dieser Karriere macht. Das ist wirklich unfassbar. Hannover nach dieser Trainersache in der letzten Folge, in dieser Folge ein Spiel verloren und unentschieden gespielt. Also innerhalb von 2 Spielen in dieser Folge wirklich nur 1 Punkt geholt. RB Leipzig kommt dran und direkt ist es aber nur noch Hamburg. Und die sind wirklich punktgleich. Also wir haben die beste Offensive der Liga, aber nicht die beste Defensive. Da muss noch was besser werden. Ja, an dieser Stelle will ich mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Links kommt jetzt noch zu meinen Social Media Plattformen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Bei Instagram sind wir fast bei 1100 Followern. Ich glaube 1093 oder so sind es jetzt gerade, stand jetzt bei der Aufnahme. Vielleicht ja morgen schon, wenn ihr das hier seht, 1100. Rechts kommt ihr jetzt noch zur Playlist. Dort könnt ihr auch die älteren Videos mal schauen, falls ihr jetzt neu seid und gerade abonniert habt und die anderen Folgen noch nicht kennt. Und rechts kommt ihr auch noch zur nächsten Folge. Soweit die dann draußen ist, haut rein. Ciao.